Herzlich willkommen bei Ökoplosiv. Ich bin Jörg. Und ich bin Oskar. Wir berichten jetzt schon seit Jahren über Ökothemen rund um Münster, waren aber noch nie bei Pinkus Müller. Und Pinkus Müller ist eine Brauerei mitten im Herzen von Münster. Was ist an Pinkus so Ökoplosiv? Pinkus ist die erste Biobrauerei der Welt. Na, ich denke, dann gehen wir mal rein und schauen uns das an, oder? Ja, okay. Not so far away from the big one road. Neben mir sitzt der Langfeld, der ist Braumeister in der Bierbrauerei hier in unserer Stadt Münster. Zuerst als Frage, wenn Sie Pinkus darstellen müssen in kurzen Worten, wie würden Sie das machen? Pinkus Müller, so wie es heute ist, würde man es beschreiben als eine Traditionsbrauerei, die versucht, auf qualitativ hohem und höchstem Niveau aus natürlichen, ökologischen Rohstoffen Qualitätsbiere, Spezialitätenbiere herzustellen. Wie ist das, wie ist es denn damals dazu gekommen, dass man auf Bio-Bier umgestiegen ist eigentlich? Es war so Ende der 70er Jahre, als mein Schwiegervater, der damals ja, in meiner Position hier war, gefragt wurde, ob er sich nicht vorstellen könnte, auch mal eine Partie ökologisches Braumalz zu verarbeiten. Und dann hat er das ausprobiert hier und hat eigentlich sofort schon bei der Würzebereitung, also bei den ersten Schritten der Malzverarbeitung hier in der Brauerei festgestellt, dass das Ergebnis einfach ganz anderes war. Er fühlte sich da sehr an frühere Zeiten erinnert, vom Geruch, vom Geschmack, von der Würzigkeit, der Beschaffenheit, sodass er ziemlich bald entschieden hat, das möchte ich gerne weiterverfolgen. Und ja, und damit fing das 1978 mit dem ersten Versuchsflut, fing das so an. Wie wichtig sind Ihnen denn so Bio-Zertifizierungen, also dass auch das Bier als Bio angepriesen wird oder auch so Sachen wie Bioland und Demeter? Ich sag mal so, heutzutage das Euro-Bio-Label, das bekommt jeder. Das besagt ja im Prinzip nur, dass man 95% der Zutaten biologisch macht. Da wird also ganz wenig nur gesagt zum Verfahren und ganz wenig nur gesagt zu anderen Randbedingungen, während die Anbauverbände wie Bioland, Demeter oder Naturland, die gehen darüber hinaus und sagen, du strebst 100% an. Du strebst auch an, deinen Betrieb zu 100% umzustellen auf biologische Wirtschaftsweise. Hier ist Bier wirklich noch ein Naturprodukt. Dann danke ich Ihnen erstmal für diese ersten Eindrücke über Pinkus Müller. Und wir gucken uns jetzt einmal an, wie das Bier hier so gebraut wird. Der Bierbrauprozess beginnt mit der Malz. Denn ausschlaggebend für ein gutes Bier ist zunächst die Qualität der Braugerste. Dazu wird das frische Getreide in der Melzerei vermälzt und anschließend an die Brauerei geliefert. Danach wird das Malz mit klarem Quellwasser vermischt und auf 78 Grad erhitzt. Dabei entstehen Enzyme aus dem Getreide, die Stärke im Malzzucker umwandeln und Eiweiß abbauen. Weiter geht es im Läuterbottich, wo die ungelösten Bestandteile unter Rühren von der übrigen Bierwürze getrennt werden. Die so gewonnene Bierwürze fließt anschließend in die Würzpfanne und wird gekocht. Während des circa einstündigen Prozesses wird mehrfach Hopfen zugegeben. Von der Würzpfanne aus wird die Würze dann in den sogenannten Whirlpool weitergeleitet. Dort wird diese von Eiweiß- und Hopfenbestandteilen getrennt. Im Gärbottich wird nun Hefe zugesetzt, um aus dem Malz Zucker Alkohol werden zu lassen. Dieser Vorgang dauert circa eine Woche lang. Hierbei bildet sich auch die natürliche Kohlensäure des Bieres. Zum Abschluss wird das Bier in Fässer und Flaschen abgefüllt. So,
Wir haben uns jetzt hier niedergelassen an einem der gemütlichen Tische in der Gaststube. Inwiefern kann man denn bei diesen Bieren dafür sorgen, dass man regional bleibt? Das steht und fällt natürlich mit der Verfügbarkeit der Rohstoffe. Und da beim Hopfen sind wir festgeschrieben, da müssen wir nach Süddeutschland gehen. Wir haben mittlerweile etwa 2/3 unseres Getreidebedarfs, also der Braugerste und des Brauweizens, kommt aus Ostwestfalen, aus Halle. Ne, da gibt es einen Biolandhof. Und dann gibt es in der Südeifel gibt's noch einige, wo auch Biolandhöfe sitzen, die Braugerste machen. Und dann muss man in der Tat, kommt man immer weiter nach Süden. Dort sitzen nebenbei bemerkt auch die Betriebe, die für uns, also die Mälzereien, die für uns das Rohgetreide zu Graumalz vorverarbeiten. Wie ist das? Sind Ihre Biere speziell, würden Sie sie speziell als westfälisch bezeichnen oder ist das eigentlich mehr so? Unser Helles Alt, Pinkus Original Münstersch Alt, ist natürlich ein sehr spezielles, auf Münster, aus Münster stammendes Produkt. Das gibt es nirgendwo anders, dass man diese alte Art Bier zu brauen, dann als helles Bier macht. Das gibt es wirklich nur bei uns, also wirklich typisch Westfalen. Und ansonsten so unsere Art, die Biere herzustellen, unser Pilsener ist traditionell schon noch sehr herb, das orientiert sich also eher am Norden Deutschlands, wo man noch sehr herbe Biere mag und auch bekommt. Muss aber auch nach meinem Empfinden so sein, dass jede Brauerei irgendwo, das muss auch wiedererkennbar sein und es muss auch unterschiedlich sein von dem, was man als Mainstream oder so kennt. Sonst wäre die Bierlandschaft ja ziemlich langweilig, wenn es überall gleich schmeckt. Wie stehen wir eigentlich zu diesem Mikrobrauereien-Trend, der gerade so ein bisschen nach Deutschland rüberschwappt? Ja, ich finde das höchst interessant, spannend und auch richtig. Das ist genau das Richtige, was jetzt im deutschen Biermarkt irgendwie auch fehlte. Also grundsätzlich finde ich richtig toll, dass da wieder, das sind ja auch oft junge Leute, die das als Wagnis sehen, und irgendwo sich so eine kleine Anlage zusammenstricken und damit Bier machen. Die Ergebnisse können sich, also ich finde, in fast allen Fällen auf jeden Fall sehen lassen. Ne? Ganz toll. Wir gucken uns jetzt mal an, probieren ein paar unterschiedliche Biere aus und versuchen dabei auch noch zu ergründen, was genau der Unterschied ist, wie weit das gelingt, das seht ihr jetzt. Wir starten heute unseren Pinkus Biertest. Wir waren ja bei Pinkus in der Biobrauerei, die älteste Biobrauerei der Welt. Wir wollen uns heute dann mal angucken, wie die verschiedenen Sorten sich denn so unterscheiden und was auch diesen Bio-Charakter ausmacht. Wir starten mit dem Original Pinkus, obergärig, die rote Flasche, quasi der Klassiker. Ein Altbier nach westfälischer Tradition gebraut. Wir haben natürlich den speziell von Oskar entwickelten Öko-Plosiv. Bewertungsbogen für unsere Biersorten. Selbstverständlich wird oben natürlich erstmal der Biername eingetragen. Pinkus Original. Zwar fangen wir an Farbe und Klarheit, also quasi die optischen Gegebenheiten des Biers. Dann kommen wir zu Aroma und Geschmack. Dann Abgang und Nachtrunk. Schaum und Konsistenz wird natürlich auch getestet. Ja, ich würde sagen, dann sollten wir uns doch erstmal dem ersten Bier widmen. Ich würde sagen, erstmal Prost, ne? Prost. Zum Wohlsein hier. Dann wollen wir das doch mal testen. Ich finde das übel süffig, aber ja. Ich kann nicht ganz beschreiben, was das für ein Geschmack ist. Ich würde auch sagen, sehr süffig. Ich habe bei Farbe auch geschrieben, sehr hell, erinnert an Kölsch. Ja. Weil ich finde, das ist ein bisschen würziger als ein Kölsch. Ich finde, es hat einen stärkeren Abgang. Ja, Schaum ist nicht vorhanden. Eher gering ausgeprägt, würde ich sagen, ne? Also ja. Schaum, ich würde sagen, recht wässrig. Ist zumindest mein Eindruck, aber der ist ja auch sehr subjektiv. Also vom Schaum her, so der Schaum ist relativ so wässrig und jetzt nicht wirklich fest, konsistent, wie bei so einem Weizenbier zum Beispiel. Verflüchtigt sich relativ leicht. Relativ leichtes Bier, wenn man es jetzt vergleicht mit vielleicht gerade so einem dunkleren Bier oder eben auch ungefilterten, dem wir uns gleich widmen werden. Ja, es wird sich aber mild irgendwie. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten und zwar handelt es sich hier um das Pinkus Jubilate. Das ist ein dunkles Bier, relativ stark malzig eben und
Es hat auf jeden Fall ganz anderen Charakter als das Bier, was wir gerade getrunken haben. So. Man sieht hier schon beim Einschenken, die Farbe ist ganz anders. Dankeschön. Es geht schon eher ins Bräunliche. Das zeigt sich ganz klar. Es ist ja schon eher Bernsteinfarben, eben durch den starken Malzgehalt. Honigfarben, würde ich sagen. Und auch so ein malziger Look. Vielleicht. Aber trotzdem klar. Muss wohl sein. Eindeutig kräftiger als bei dem Original. Ja, definitiv. Ja, vor allen Dingen schon das kräftiger Beginn. Es ist schon so ein bisschen ale-mäßig. Ja, vor allen Dingen nicht groß irgendwie unterscheidbar zu dem Aroma. Also es ist auf jeden Fall kein Aromaunterschied zu erkennen beim Abgang jetzt. Dann kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten, gerade noch das Jubilate. Jetzt würde ich sagen, es ist eigentlich, es heißt zwar nicht Klassik, ist aber meiner Meinung nach eher so der Klassiker, was Pinkus angeht. Nahezu jedem Supermarkt, der Pinkus führt, wird auf jeden Fall Spezial geführt. Bei dem Spezial handelt es sich eben um ein naturtrübes, ungefiltertes Bier nach Pilsener Brauart gebraut. Und natürlich, wie alle Biere, nach den Bioland-Standards gebraut, weil die erste Biobrauerei der Welt, wir erinnern uns, ist aus Münster. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses naturtrübe Bier zu bieten hat. So. Ja, die hält ein bisschen an. Ja, hält ein bisschen länger. Liegt aber auch an dem Glas einfach, glaube ich, dass die Schaumbildung geringer ist. Weil nein, aber die hält ein bisschen länger als vorher. Das auf jeden Fall. Also, beim Einschenken wirkt es noch wie ein Pilz, aber sobald es sich gesetzt hat, sieht man dann doch klar, dass es unfiltriert ist. Sehr leicht. Vom Anfangsaroma ist es sehr leicht. Am Ende ziemlich würzig. Ja, genau. Und auf jeden Fall, ja, eben dieses Wässrige, was die anderen Biere, finde ich, alle hatten, ist da gar nicht. Also es ist schon recht leicht, aber es ist halt so, dass die ganze Zeit so dieser Geschmack sich irgendwie beibehält und man nicht am Ende denkt so, okay, jetzt wird's wässrig so. So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Kandidaten, eben das Demeter-Bier, das erste Demeter-Bier der Welt. Demeter, der stärkste Bio-Standard, das stärkste Bio-Siegel, das wir weltweit haben. Und eben auch das erste Bier weltweit, was eben nach diesen starken biologischen Kriterien gebraut wird. Es ist ein Lagerbier, wie schon angesprochen. Ja, ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Farbe Kleid, halt echt relativ weißlich und auch eine leicht trübe Note, aber nicht so trüb wie das Spezial, ne? So ein bisschen wie das Original, aber dann fehlt, ja, kommt nicht, am Ende nicht so, ja, viel. Ja, genau. Also nicht. Das bleibt richtig konsequent mild. Ich habe mir aufgeschrieben, es schmeckt die ganze Zeit relativ mild, von Beginn an eigentlich. Eine ganz, ganz leichte Zitrusnote haben wir ausgemacht. Schmeckt eigentlich wie ein leichteres Pilz. Kommen wir auch schon zum Gesamtfazit unseres kleinen Tests. Es ist würzig, malzig, relativ süffig, mild. Das ist auf jeden Fall mein Favorit, Pinkus Jubilate. Mir ist es auch relativ schwer gefallen, aber am Ende habe ich mich für das Jubilate entschieden. Ja, ich muss mich dem auch noch anschließen. Ich bin auch eigentlich ein sehr begeisterter Ale-Trinker und auch belgische Biere mag ich sehr gerne. Und ich finde, das hier schafft sehr, sehr gut so die Mitte zwischen einem eher leichteren Pilzbier und eben halt diesem eher etwas kräftigeren Ale-Geschmack zu treffen. Es war ziemlich schwer, eine Entscheidung zu finden, aber letztendlich das Spezial als eher Allgemeinbier war dann doch mein Favorit. Das war's mit unserem Biertest. Wir haben jetzt natürlich vier verschiedene Sorten probiert, sind alle ähnlicher Meinung gewesen. Bis auf Marius haben wir alle das Jubilate gewählt. Insgesamt muss man sagen, wir sind sehr zufrieden mit der Bierqualität. Auch, dass es biologisch gebraut wird, ist natürlich ein besonderer Vorteil. Und eben weil es aus der Region kommt, kann man einfach nur sagen, Prost! Das war Ökoplosiv und jetzt kommt noch die Auflösung des Bilderrätsels. Prost! Prost! Großer Zapfen, schrei! Place full of beer with foam, you will surely find.